Kontrolliert wurde ja jeder schon mal. Aber auch mit dem neuen Handy-Ticket? Wir erklären, worauf ihr achten müsst. So ein digitales Ticket ist schon was Tolles. Schnell, bargeldlos und ohne lästigen Papierkram. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Smartphone und die MVG Fahrinfo München App. Einfach vor eurer Fahrt das Ticket buchen und losfahren. Bei einer Kontrolle findet ihr im Menü Meine Tickets einen QR-Code. Darauf findet der Kontrolleur alle Infos, die er braucht. Jetzt müsst ihr nur noch Personalausweis oder Reisepass vorzeigen und der Weiterfahrt steht nichts mehr im Weg. Nachdem das Ticket gespeichert wurde, funktioniert es übrigens auch ohne Netz. In jedem Funkloch. Wenn ihr nach 21 Uhr mit dem Bus unterwegs seid, ist Eigeninitiative gefragt. Direkt beim Fahrer befindet sich ein Ticketscanner. Euer Smartphone legt ihr mit dem Display nach oben auf die Markierung, den Rest macht der Scanner. Und das funktioniert auch ganz ohne Superkräfte.